Mit Obi, meine Freunde. Wir sind hier im Nicht-Mehr-Studio von Joey. Das ist nämlich und im Studio neuen mehr. Dschungel. Ja, ihr könnt sehen, das ist ein riesiger Dschungel geworden. Wir haben nämlich letzte Woche hier einen fetten Dschungel rausgebaut und das ist wirklich einfach nicht mehr wiederzuerkennen. Es ist schon ein bisschen krass geworden. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut es euch unbedingt noch an, liebe Leute. Yes. Und lasst auf jeden Fall ein Abo da, denn heute machen wir noch was Krasses. Und zwar stellen wir uns den 5 krassesten Dschungelprüfern, die ihr jemals in eurem Leben gesehen habt. Jemals. Mhm, es wird richtig heftig. Wir haben insgesamt 5 und wir können insgesamt 15 goldene Hämmer gewinnen. Und derjenige von uns, der am Ende die meisten goldenen Hämmer gewonnen hat, ist der neue Dschungelkönig. Oder Dschungelkönigin. Ja, genau. Stimmt. Und es gibt eine der Bestrafung. Ja, genau. Ja. Der die wenigsten hat, hat halt einen heftigen Griff ins Klo. Der ist so richtig. Richtig schlimm. Ja. Naja, aber genau. ich werde gewinnen, ne? Wir werden sehen, wir schauen uns jetzt auf jeden Fall erstmal an, was es denn zu bestrafen gibt. Ich hoffe, es wird nicht allzu schlimm. Das ist schlimm. Ich habe auch ein bisschen Angst. So, und dieses wunderschöne Geschöpf hier ist unsere finale Bestrafung für nachher. Also, ich freue mich. Das ist safe auch so kalt. Müssen wir uns da so richtig auch so reinlegen? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Oh, ich will gar nicht gucken. Das ist richtig ekelhaft, Leute. Die Person, die am Ende unserer Dschungelprüfung die wenigsten Hämmer hat, die darf da nämlich rein. Und ich hoffe, das Dunk-Tag ist schlimm. Ja, halt das ist ja nichts gegen das Dunk-Tag. Also, nee, das Dunk-Tag ist nichts gegen das. Aber voll die coole Badewanne, kann ich die behalten? Nope. Ja, aber bevor uns das hier oder irgendjemand von euch beiden bevorsteht, fangen wir jetzt erstmal mit den Prüfungen an. Ich werde eh nicht verlieren. Ich auch nicht. Hab noch nie verloren in diesen Obi-Folgen, ich meine. Wir stehen vor unserer ersten von 5 Dschungelprüfungen. Oh Gott, oh Gott, und zwar oh Gott. Spielen wir, wie man glaube ich unschwer erkennen kann. Ich weiß gar nicht, wie es davon aussieht. Oh ja, stimmt. What's in the box? Oh, sieht hübsch aus. Gott. Mit Beleuchtung. Voll schön. Hoffentlich sind da keine Dschungeltiere drin. Wir spielen auf jeden Fall What's in the Box. Das ist unsere erste Prüfung. Und gleich wird uns eine Schlange beißen. Genau. Und dann hoffen wir, dass wir nicht sterben. Die Prüfung entscheidet jetzt, wer den goldenen Hammer bekommt. Den ersten von 15. What? Ja, 15 goldenen Hammer, aber wir haben nur 5 Prüfungen. Wir haben keine Ahnung, was das soll. Und am Ende entscheidet sich damit halt, wer dieses eklige Schleim... Nee, Schleim wäre ja noch gut. Das ist Schlamm, also das richtiger ist Schlamm. Schlamm. Ich weiß gar nicht, was schlimmer wäre. Aber egal. Okay. So, ich hab Angst. Wann fangen wir an? Ich hab Angst. Angst. Warte mal, okay. Was fangen wir jetzt an? Wir kriegen an, ein Kommando, mal. Oder? 2, 1, go. Schrauben, Nägel! Ich dachte, das ist Dschungelstuff, Leute. Oh. Im Dschungel wachsen keine Nägel. Ich war nicht drauf vorbereitet. Okay, was? Kleisterpinsel! Ich hab Kleisterdings gesagt. Okay, das ist natürlich ganz sicher. Oh, wie gemein, Leute. Boah, ich war gar nicht bereit, dass wir sofort nach dem Umdrehen Ja, ich anfangen. Auch nicht. Du Sau, du. Let's go. Ey, geil. Oh, nee. Leck ab. Nichts. Nee, doch. Das sind Netze für Tische. Und, ja, diese Tischkratzer. Ja. Tischkratzer. Pads. Schaumstoff-Pads. Schutzpads. Anti-Rutsch-Pads. Klebepads. Schutzklebepads. Keine Ahnung. Ja. Anti-Kratz-Pads. Das ist auf jeden Fall ein Klebepad. Wildgeleiter. Wow. Also wenn so eigentlich müssten wir jetzt alle einen Punkt kriegen, weil wir so gelitten haben. Aber echt so. Das ansatzweise richtige Gut, ja, das stimmt. Ja, ein Punkt. Okay, letzte Runde. Okay. Schleim. Kleister. Geil. Jetzt müsst ihr stechen. Oh, ihr seid solche Blödis. Also ich hab mich gefreut. Okay, Leute, die letzte Runde. Achso. Okay. Soll ich wieder zurück? Nein, ist egal. 3, 2, 1, go. Gartenschlauch. Adapter. Finde ich
nicht dran. Ist der erste und einzige. Oh. Halt die Klappe, sonst kriegst du den gleich mal. Es war Zeit für Dschungelprüfung Nummer 2. Wir befinden uns bei Dschungelprüfung Nummer 2. Und zwar haben wir hier drei wunderbare Faultiere. Noch ist nicht also Faultiere angeblich. Ich weiß noch nicht, wie das nicht zu einem Faultier werden soll, aber wir müssen unsere Faultiere jetzt gleich zusammenstecken und dann wunderschön anmalen. Und am Ende gewinnt das Schönste der Faultiere. Dementsprechend hat Moritz richtig gute Chancen. Also letztens mein Ei fand ich voll gut, aber irgendwie sind die Regisseure gegen mich. Moritz, du fängst immer schon an, ohne dass man anfangen darf. Das ist mir ein bisschen was. Auch echt so. Ich klau mir ein bisschen was einfach. Ja, und du denkst, wir dürfen das dann nicht mehr benutzen? Nö, das ist meins. Ach so. Das kriegst du dann zurück. So, wir müssen jetzt erstmal hier zusammenbauen. Okay, ich dürfen wir schon beginnen? Wir legen los. Okay, also das sind wahrscheinlich hier die Arme. Also das hier ist so ein bisschen, ich glaube, der Körper. Verstehe das alles hier gar nicht. Leute, so. Wie ist denn das hier mit dem... Aber was soll das hier sein? Die Schenkel? I'm so clever. Verstehe ich nicht. Ist nicht richtig. Ist es richtig? Das passt nicht. Das sieht irgendwie nicht richtig aus. Ah, jetzt verstehe ich. Ich muss es einfach so rumdrehen, ich Dödel, oder? Ja. Ja, du hängst, du musst es da reinhängen. Ja, warum das hast denn? Du, halt du musst noch es ja verstanden. Erstmal anmalen. Bei mir sind die Dinger hier oben. Oh, ich glaube, ich hab's. Es geht ja nicht rein, ich raste aus. Seid ihr immer noch auf Es geht nicht rein! Oh, deine Farben sind hier im Weg, deswegen geht's nicht rein. Ich bin schuld. So, meine Der Lieben, muss gedreht werden, ich hab's jetzt mal hingekriegt. Okay. Schaut euch diese Schönheit an. Es hält auch schon. Und jetzt wird's angemalt. Wie sieht denn so ein Faultier nochmal aus? Faul. Lila und blau, tatsächlich. Safe. So, hier, ne? Ich mach Schattierungen, wollte ich nochmal kurz sagen. Ich hoffe, das kommt in die Wertung mit rein. Warum haben wir eigentlich nie kleinere Pinsel als sowas? Da kannst du ja nichts mit machen. Ist Witz. Kleinere Pinsel. Kleiner als das. Warte. Hat jemand einen Föhn? Wenn ihr das zu... Au! zusammensteckt, dann wartet natürlich besser, bis das trocken ist. Wir haben hier jetzt nur leider keine Zeit, weil es ist hier ein Wettbewerb, Leute. Was machst du da eigentlich? Ich will, dass es trocknet. Ach so. Okay, Leute, erstmal vorab, wie süß sind bitte diese Faultiere? Die sind echt voll niedlich. Aber das ist ein bisschen böse geworden. Ja, aber in der Theorie sind sie sehr, sehr süß. Ihr könnt die übrigens auch zu Hause nachmachen. Die Anleitung und die Schablonen dafür gibt es auf obi.de/machmal. Und wir hoffen jetzt mal, dass jeder ihr das schöner könnt als wir. Ich hoffe auch. Auf jeden Fall schon mal. Und ich bin jetzt gespannt, wer hier gewonnen hat. Das ist ein Ninja Turtle und er hat Sprenkelhaut. Das darf man nicht vergessen, okay? Er ist besonders. Die Sprenkelhaut ist echt cool. Er ist besonders. Ja, was auch ein bisschen doof ist, wir haben alle untereinander die Arme vertauscht. Deswegen sind die alle so ein bisschen anders und komisch. Und mein Arm wäre vorm Gesicht gewesen. Und deswegen habe ich ihn jetzt einfach mal nach hinten gemacht. Also mein Bein. Geiler Typ. Achtet nicht darauf, aber ansonsten... Das hier ist anscheinend auch so ein genetischer Fehler hier, oder? Ja, das hält halt... Mann, das ist so eine gemeine. Ja, das hält halt nicht, weil es an der falschen Stelle ist, weil du mir meinen Arm weggenommen hast. Oh nein, meiner ist auch verschoben. Oh, oh nee. Hä, wie ist das denn passiert jetzt? Oh nee. Das ist einfach Karma. Also wenn ihr die Schablonen richtig benutzt und nicht vertauscht und sowas, dann hält das auch. Und dann ist das auch richtig, richtig süß. Und es ist immer süß. Schau doch mal. Alles ist süß. Es ist auch so süß. Aber es geht auch richtig. So, jetzt bin ich mal gespannt. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, welcher euer Sieger ist. Oha! Mein hat gewonnen! Yay! Dankeschön. Das ist mein zweiter Hammer schon. Seid ihr neidisch? Ja, ein bisschen. Ich sehe schon meine Fälle davon schwimmen. Oh, nein! Dankeschön! Nein. Aber ich glaube, die dritte Disziplin wird auf jeden Fall nice. Let's go! Und in der Dschungelprüfung Nummer 3 geht es um Tiergeräusche. Und zwar werden wir jetzt hier gleich ein paar Tiergeräusche bekommen. Und wer als erstes... Julia. Weiß, was es ist, der kriegt den Punkt. Und ich bin auf jeden Fall ein bisschen gespannt. Wenn man drückt und das falsch ist, dann hat man verloren, ne? Dann ist man die Runde raus. Gut, dann würde ich sagen, let's go, oder? Ah, verdammt! Das war ein Löwe, oder? Ah, shit. Oh, Tiger. Ein Krokodil. Jetzt kann ich nochmal hören. Oh mein Gott!
Ist das jetzt ein Pferd? What? Hä? Oh Mann, ich dachte so. Das kann man jetzt ein Vorhof für einen Tiger sein? Nee, jetzt bitte noch mal ganz. Das ist ein aggressives Vieh. Deswegen habe ich gedacht Tiger oder sowas vielleicht. Was ist das? Ist das eine Raubkatze? Es ist ein Jaguar. Was ist es? Ein Gorilla. Oh, Gorilla? Stimmt, aber ein Gorilla, doch, die machen das krass. So. Nein, das kann doch nicht sein. Das ist ein Elefant. Oh Mann, wieso bist du denn immer? Nein, jetzt zu schnell hier. Schlange. Aber das ist die aggressive. Oh mein Gott. Ja. Das war so eine Kobra. Was? Das ist ein sterbender Mensch. What? Das ist schon safe ein Vogel. Was? Was ist das? Keine Ahnung, was es ist. Das ist eine Antilope. Wenn das richtig ist, bringe ich dich um. Ja, keine Ahnung, Staffelschwein. Das hört sich alles gleich an. Das ist doch so ein Pups. Das hört sich an wie ein Furz. Ja, genau. Nee, das nicht, aber das war dann gerade schon der Durchfall. Die haben große Magenprobleme. Das sind Magenprobleme. Das sind deine Magenprobleme. Das ist Norovirus. Ist das jetzt ein Jaguar? Oha! Frosch! Der ist einfach so langsam in reagieren. Ich kann's nicht. Eine Krähe? Oh, ich dachte, das ist doch eine Autoalarmanlage. Das soll ja, das ich Tier weiß, ich weiß. Das ist, ich kenn das Tier. Das ist eine Papageienart. Nee, ich kenn das Tier. Ja, den kenne ich. Ich wusste leider den Namen nicht mehr. Der kann aber so richtig krank die Menschen imitieren. Die den Sound so eins zu eins nachmachen von so Sachen. Ne? Krass. Katze. Hä, hey, eine Katze wohnt doch nicht im Dschungel. Oh, das ist. Habe ich einen ersten Punkt in dieser Challenge oder ist das jetzt Gleichstand? Oh, jetzt ist erst die Runde. Was? Schnick, schnack, schnuck. What? Achso, ich wollte es ganz schnell machen. Schnick, schnack, schnuck. Wieso verliere ich da immer? Oh Mann. Vielen, vielen Dank. Aber jetzt ist immer nur einer. Freue mich sehr. Wir freuen uns auch für dich. Es tut mir leid, dass ich so es gut und intelligent bin, Julia. Oh. Nächste Runde. Wir kommen zur vierten Dschungelprüfung. Besser gesagt, meine Prüfung. Denn ich glaube eigentlich, Moritz und ich können schon gehen. Wir können einfach aufhören. Wir können einfach gehen. Nein, vielleicht bin ich auch gar nicht gut darin. Nee, ich glaube auch nicht. Perfekt. Mega, Moritz. Ja, ne? Also, aufstehen, Kinder. Wir müssen jetzt diese Pflanzen ihrem Namen zuordnen. Die stehen nämlich alle hier vorne. Wir stellen die dann dahin und hoffen, dass sie richtig sind. Ja. Denn manche von uns wissen es nicht so genau. Und wenn ja, wir richtig stehen, dann sehen wir, Joey hat halt so viele Pflanzenbücher und liest die halt auch noch echt und weiß von jeder blöden Pflanze. Hättest du ja auch machen können, ne? Ja, aber warum soll ich sowas tun? Also jedes Mal, wenn ich bei Joey bin, kommt irgendeine neue Pflanze und der erzählt mir, ja, also die braucht viel Wasser. Das Problem ist nur, die darf nur im Halbschatten stehen. Das Lustige ist, ihr die nur in den Osten eurer Wohnung stellen. Ich denke immer so, ich habe ihr vorhin erst erklärt, wie sie heißt. Hättest du mal zugehört? Ich weiß das noch. Ja? Nein. Los, Moritz. Okay. Guckst du, Julia? Gut, also das hier schätze ich mal. Guck dich aber an. Das hier. Du Sack. Das hört sich so ein bisschen brommelig an. Brommelig? Ja, sieht so ein bisschen brommelig aus, wenn ich ehrlich bin. Ja, das hier wird das sein, denke ich. Und dann, die beiden ergeben sich dann von alleine. Hoffentlich. Also, das ist so die Insta-Pflanze, das weiß ich. Das weiß. Das hier macht Sinn. Und jetzt, keine Ahnung. ich sage, das hört sich deutsch an, das sieht deutsch aus. Sorry, ich weiß nicht, was ich sonst dazu sagen soll. Jetzt habe ich halt einfach nur noch Glück oder Pech. Bist du jetzt mal fertig eigentlich? So. Keine Ahnung, fertig. Okay, soll ich? Ja. Also das hier ist eine Monstera Deliciosa. Das ist einfach gerade ein Lösungsweg. Das hier ist ein Ficus Benjamin, auch genannt Birkenfeige. Dann weiß ich halt auch nicht. Also, oh, jetzt kommt ein Struggle. African Violet macht halt Sinn tatsächlich bei einer lilanen Blume.
Anthurium Flamingoblume. Ich glaube, sie ist eine Bromelia. Ich glaube, das habe ich schon mal gehört. Und sie ist die Flamingoblume. Und? Das kann nicht wahr sein. Und wir lösen auf. Das kann nicht wahr sein. Moritz hat alle richtig. Das kann nicht wahr sein. Oha. Ja, ich habe gekauft. Oh nein. Oha. Yes, mein erster Hammer. Das ist ja der Hammer. Das war richtig das schlecht. War toll. Es, so richtig, es fühlt sich richtig gut an, dich in der Hand zu halten. Ey, es wäre so krass, wenn du jetzt am Ende doch noch gewinnst. Das Ding ne? ist, die letzte Prüfung entscheidet halt. Also ich habe noch Hoffnung. Wir haben noch die Chance, 11 weitere Hammer zu bekommen. Das heißt, wenn ich jetzt alle hinkriege, dann habe ich gewonnen. Und zwar in unserer letzten Prüfung. Oh oh. Let's go. So, meine Freunde, die letzte Challenge wird etwas eskalativer, denn jetzt geht es nur noch um Schnelligkeit. Hier sind richtig viele goldene Hammer drin versteckt. Weißt du, ich hab voll den Druck jetzt. Er hat einfach 3 Hammer. Du hast einen, ich habe keinen. Ja, aber es ist noch alles offen. Ja, das eiskalt, das Wasser, Alter. Die Person, die verliert, die muss da rein. Die muss da rein. Sich und halt rein Julia liegen. Sein, nein. Das kleine Schwein. Ja, hoffentlich. Okay, also, das ist so kalt. Gut, wer macht 3, 2, 1, go? Ich habe Angst. 3, 2, 1, go. Ah, oh mein Gott, aua! Aua! Weh. Oh, sorry, ich wollte dir nicht wehtun. Oh, du Gemeine! Gib mir den! Ich will den, Julia. Nein, gib mir den! Oh, die Nervige. Wir sind doch gar keine mehr. Oh, ich finde nur Moritz Hand. Wir sind keine mehr, wir haben alle. Julia hat halt auch sau wir haben viele. Alle. Oh mein Gott, guck mal, wie ich aussehe. Ja, guck mal, wie viele Moritz hat, Alter. Julia, du hast so rumgeplatscht. Oh, der schöne Pulli. Kann ich jetzt da rein? Jetzt bin ich schon frei. Du musst ja jetzt eh rein, wahrscheinlich. Ja, natürlich muss ich da rein. Hast du nur einen einzigen Hammer? Ich habe 2 Hämmer, weil Julia mir alle aus der Hand gekrallt hat und ich wollte nicht so gemein sein. Guck mal, ich habe jetzt insgesamt. Ich habe jetzt insgesamt 5. Also, ich habe 6 und du hast insgesamt 4. Ja. Oh mein Gott. Ich finde, das ist fair. Oh mein Gott. Beziehungsweise 4. Du musst wirklich da rein. Schönheit zu lecker. Oh! Ja! Oh. Klapp, das machst du jetzt nicht! Lass alle Schlacht starten, Frau. Hör sofort auf, Fräulein Beautix. Oh. Nein, geh weg! Was ein tolles Spiel das war. Oh, bin ich froh, dass ich das erste Mal hier diese wunderschöne Krone. Ach, Julia, willst du mir die Krone nicht aufsetzen? Moritz, jetzt sei nicht so gemein. Guck mal, sie muss da rein. Aber nee, Moritz hat auf jeden Fall. Ich hab dir die letztens auch aufgesetzt, als du. Niemand hört mir zu, super. Toll. Naja, aber egal, ich werde mich sehr freuen, wenn du in diesem wunderschönen Schlammbad sein musst. Ah, setz dich hin auf deinen Pott jetzt. Nein, noch nicht. Du musst das hier erst anziehen. Ach so. Das ist eine richtige schöne Krönung. Das ist richtig emotional. Das ist überhaupt nicht übertrieben. Nein. Schön. So, Moritz, wir können jetzt gerne noch für dich applaudieren. Bitte applaudier für mich, ja. Oh mein Gott, ist das kalt! Yeah. Oh, sie tut mir halt wirklich. So oh, ich bin auf die Hammer getreten. Ja, geh einfach ganz schnell rein und dann sudel dich. Okay, Leute, ich geh da jetzt rein. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Sudel dich. Schnell, Julia! Spring! Los, und jetzt einfach fallen lassen. 3, 2, 1. Sudel, sudel, mein Dreh, sudel, mein Dreh. Sudel, sudel. Oh mein Gott, lauf! Aber das ist schon gut für die Haut, oder? Oh, Wellness. So richtig mal einmal so reinrutschen mit dem Rücken. Nein, Joey! Mach jetzt! Tschüss, Leute, das war eine tolle Folge. Ach so, ja. Ihr müsst auf jeden Fall abstimmen in den Kommentaren, wie ihr mein neues Studio findet, denn es ist krass geworden, Leute. Oh, die Arme. Okay, jetzt mal schneller, aua. Lass auf jeden Fall ein Abo da, meine Freunde, wenn ihr mehr so tolle Sachen sehen wollt. Und hoffentlich bin ich dann auch noch öfter mal der König der Folge. Ja, das gefällt mir, daran kann ich mich gewöhnen. Lass ein Abo da. Tschüssi und ciao. Und Like. Ja, ja. Tschüss. Ciao. Willst du jetzt so laufen? Ja, was soll ich denn sagen? Ja, hüpfen, Sack hüpfen. Oh mein Gott. Oha.